Oh, hier kommt gleich der nächste. Wie viel hat der? Einen. Das wird ja immer besser. Achso, nee, der fliegt gerade ab. Der hat 4. Ah, gut. Was, wie gesagt, halt noch so ein paar kleine Shopping-Gebiete für Menschen, die hier gerade nach einem langen, langen Flug ankommen und total verhungert sind. Und zum Beispiel auch hier oben einfach mal ein paar Gebäude hinmachen kann zum Shoppen. Vielleicht auch mal hier so neben dem Hangar. Oder vielleicht sogar mal da drin. Und auch da nochmal. So, da haben dann Leute nochmal was zum Shoppen. Oh, dort oben fehlt noch Strom. Machen wir das so. Dann eine eigene Müllabfuhr wäre auch noch eine Idee. Eine eigene Müllabfuhr. Kann man... Das Papiersystem ist doof, oder? So eine Kurve rein. Ich würde sagen, dort. Ich sage jetzt einfach mal, hier machen wir das. Der bringt 4 Leute mit, okay. Aber was wir jetzt auf jeden Fall auch noch benötigen, ist eine U-Bahn. Und eine Busanbindung auch. Die U-Bahn-Verbindung, ich würde hier eigentlich gar mehrere Stationen bauen. Würde vielleicht sagen, wir machen eine Station hier, eine Station hier und als krönenden Abschluss eine Station hier. So. Und da brauchen wir jetzt natürlich noch Linien, die dorthin führen. Wow, das geht ja echt in einer Tour durch. Und den lassen wir dann oben rangehen. Nicht so. Na, da geht ja einmal unten durch. Das wäre ja sonst ein bisschen steil. Ist ja gleich ein bisschen sehr, sehr hart rangegangen halt so. Oh, ne. Linien verziehen. Eine unserer Lieblingsbeschäftigungen. Haltestelle zum Verlegen ziehen. Einmal dahin. Und den hier ziehen wir einmal dahin. So, ich hoffe, wir halten jetzt wieder alle Linien. Und hier oben machen wir auch noch mal eine Station. Jetzt vielleicht unmittel. Gut, dann machen wir dann vielleicht mal keinen Bus, der dort oben fährt. So, Züge. Brauchen wir auch noch mal eine Linie. Einmal von diesem Gleis. Über dieses Gleis. In den Flughafen hinein und dann zurück über dieses Gleis direkt zum Flughafen. Vielleicht auch noch mal eine Linie von der anderen Seite. Da könnte man hier noch mal einen Tunnel bauen.
wo ich dann sagen kann, jo, 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 lo, lo, lo. Ist halt bloß die Frage, welchen Bahnhof nehmen wir mal, um das anzufangen? Vielleicht dort. Von... Ach, von dem hier ausführt gar keine Linie mehr da. Dort. So. Aha. Es ist mir auch neu, dass diese Linie dort nicht mehr lang führt. Sollte man die Skype-Meldung gerade sehen. Sorry. Neue Linie hinzufügen. Machen wir einfach mal von dem über den. Über den. Nach da. Der dann wieder drum zurückführt. Über den. Über den. Über den. Nach da. Ich hoffe, die Linien werden dann nicht so ein bisschen überfüllt. Oder so wie hier, dass gar kein Zug mehr kommt. Das wäre auch, ist natürlich auch ein bisschen unschön. Wenn gar kein Zug mehr möchte. Ah, da kommt ein Zug. Ist aber trotzdem ein bisschen wenig an Zügen. Ich habe doch hier ganz, ganz, ganz viele Linien. Ah, da ist noch einer. Noch ein Zug. Und noch ein Zug. Und noch ein Zug. Jetzt kommen wieder alle. Einmal nicht da gewesen, gleich kommen wieder alle. So, wie sieht's hier aus? Ganz viele Flugzeuge. Hat 32, nimmt mit. Der nimmt 12 mit. Der nimmt 8 mit. Ah, das sieht doch gut aus. Da haben wir richtig schön viele Flugzeuge. Oh, dort oben wird noch Wasser benötigt. Das sollen die Herrschaften natürlich bekommen. So. Unser kleines Commercial Zentrum hier oben. Gut, die produzieren dort oben noch ein bisschen Müll, da muss noch abgeholt werden. Aber das wird hoffentlich auch noch gemacht. So, hier sind 0 von 25 Fahrzeugen im Einsatz. Sehr gut. Hier sehen wir noch ein paar zu viele Ampeln. Gut, sagen wir mal, der hier kann weg, der hier kann weg, der hier kann auch weg, 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 so. In Ordnung, es funktioniert gleich besser. Mal ganz kurz hier Stopp machen, mal anschauen. 0 Leute. Na gut. Also ich fahre mal ganz kurz mit, ich will mir mal anschauen, wie das aussieht. Doch, das sieht cool aus. Gut, ab hier ist er ja dann eh im Untergrund. Hat der Mensch an Bord? 0. Und hier brauchen wir direkt eine Anbindung oder was? Kann man hinsetzen, wohin man möchte, aber Müll produzieren, sowas finde ich natürlich auch ganz toll. Wow, da hat er einen Passagier an Bord. Jetzt wollen aber gar keine Flugzeuge mehr kommen auf einmal. Ich frage mich warum. Liegt bestimmt an mir. Da oben kommt zum Beispiel wieder einer. Ah, 40 Leute. Immerhin. So, kurz Screenshot machen. Sieht gut aus.
Jetzt landen doch wieder alle. Auf einmal. Ich muss sagen, die Dinger nerven. Dass die wirklich nochmal vom Müll abgeholt werden müssen, ist kacke. Sorry, aber das ist richtig kacke. Dann lieber ohne Flugzeuge, dann machen wir das andere. Machen wir was anderes hin. Zum Beispiel ein paar Parkplätze. Ja, da hier nochmal irgendwie sowas. Vielleicht mal hier so an die Seite. Passt natürlich wieder genau nicht. Oder wohin mal noch? Hier oben auch nicht. Hier kann man das hinmachen. So. Vielleicht doch einfach mal dort rein oder hier rein. So. Ein paar Parks. Was wollte ich jetzt eigentlich setzen? Ja, Parkplätze, stimmt. Medium Park, ein bisschen Co-Parking, 5x4. Crop Field. Natural Park. 8x4, das sieht gut aus. Einen da. Das sind schon mal 8. So, Park. Platz 8x4. Und oben. Nö. Dort noch. Dort noch. Und dort nicht. Dort kann noch einer hin. Und von mir aus vielleicht auch hier nochmal. So. Hammer. Aber habe ich jetzt überall hier oben diese Parks hingesetzt? Bin ich doof oder habe ich mich verlesen? Oder beides? Ach, Park 8x4. Ach, Parking Lot 8x4 brauche ich. Ja, toll. Super gemacht. Ich bin einfach ein Intelligenzbolzen. Zack, zack. Und hier oben hatte ich keinen, genau. So, bada boom, bada beam. Sieht doch gleich viel besser aus. So, 56 Leute, ja. Also es kommen auf jeden Fall Touristen in unsere Stadt. Das ist schon mal sehr schön. Und die Ampel hier ist natürlich auch so ein dezent doof. Genauso auch wie die hier. Aber schön, dass hier auf jeden Fall schon mal Leute hinkommen. Das ist schon mal eine sehr schöne Sache. 6 Leute kommen hier mit dem Flugzeug an. Auch schön. Wie sieht es bei den Schiffen aus? Gut, das kann man leider nicht sehen. Kommen denn Schiffe an? Ja, Schiffe, der Horizont ist voll. Bringt auch einige Leute mit. Und der Bahnhof hier oben ist auch sehr belebt. Na, so. Wie sieht's aus mit Pupu? Sieht an sich gut aus. 96 MB, das machst du fein. Bildung. Mittelschule bräuchten wir eine. Weil, nee, haben wir noch ein bisschen Platz. Sind noch 3000 Leute, die da noch Platz haben momentan. Das ist Universität. Vielleicht irgendwo einen kleinen Campus oder so. Vielleicht nochmal so ein Campus hier an die Ecke. An sich nochmal schauen. Polizei 5%. Gesundheit perfekt. Feuer 19%. Na, ist leider so. Könnte man jetzt vielleicht sagen, hier nochmal.
Kleine Feuerwache. Ja, gut, kann man. Setzen wir mal hin. Sollte die Gefahr ein wenig eingedämmt werden. Ist halt auch die Industrie, ist eben die Industrie, die uns da gerade ein bisschen reinreißt. Müllverbrennungsstatus. Oh, da brauchen wir wieder ein bisschen mehr. Vielleicht einfach hier oben noch ein. Und hier noch mal welche. Gut, die brauchen noch Wasser. Ich hoffe, dass es dann wieder ein wenig besser wird. Hier oben 8 von 27 auch in Verwendung. Ist das jetzt mit dem Zugverkehr ein bisschen doof. Die Linie 5 führt vorbei. Es gibt hier Menschen. Gut, das müssen wir mal beobachten, wie, ob das hier, ob das sich hier irgendwie mehr dann staut oder so. Das sind jetzt doch schon deutlich mehr Züge. Wie sieht es eigentlich hier aus? Die Züge werden definitiv genutzt. Unser Fußwegsystem wird auch angenommen. Ja, hier, das ist ja eine belebte Kreuzung, einfach mal mittendrin. Sogar bis hier hoch. Hier ganz oben vielleicht nicht mehr, aber so gut wie bis ganz nach oben wird es auf jeden Fall gut angenommen. Wenn wir jetzt hier einfach mal rüber gehen. Überall Leute, die das gerne nutzen. Gerade auch hier bei der U-Bahn-Station. Ja. So ein Fußweg hat schon was. Halt, wie sieht es hier aus, Güterbahnhof? Wenig Autos. Aber es fahren auch ganz viele wieder rein. Ja, gut. Ja, ja, das mit der Autobahn ist ein bisschen scheppig. Also das geht so nicht. Fahrzeuge, die hier rausfahren. So. Und Fahrzeuge, die reinfahren. False, false, false. Genau, das ist jetzt gleich ein bisschen flüssiger, was dann hier so läuft. Gut, und ich würde eigentlich auch schon sagen, das war's für diese Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, lasst gern einen Daumen da, würde mich sehr freuen. Und wir sehen uns dann wieder im Flugzeugsimulator 2015 und vielleicht sogar auch bei City Skylines, man weiß es noch nicht genau. Und bis dahin eine schöne Zeit. Tschüss!